Hey Leute, ich bin's, Mac Paverick. Ja, auch wenn mein Rasen momentan nicht gerade sehr gepflegt ist im Frühjahr, so ein Maulwurfshügel ist natürlich immer ein Ärgernis und erschwert die Pflege. Und deshalb möchte ich euch in diesem Video einmal zeigen, ja, wie man so einen Maulwurf auf ganz natürliche Weise vertreiben kann, denn diese Tiere sind unter Naturschutz, man darf denen nichts antun, aber es ist dennoch sehr, sehr einfach, die Tiere auch ganz natürlich loszuwerden, so dass sie umsiedeln. Ja, hier entsteht übrigens eine Nutzfläche, die ich sehr häufig auf meinem Kanal verwenden werde. Deshalb ist der Rasen hier an dieser Stelle auch nicht so gepflegt. Aber jetzt wollt ihr diesen Maulwurf trotzdem loswerden. Was kann man da machen? Das Allerbeste sage ich euch einfach gleich von vornherein, ja, das ist Lärmbelästigung. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Klassiker ist sicherlich eine Flasche nehmen, in das Maulwurfsloch hineinbuddeln und dann wird der Wind dieses Geräusch hier verursachen. Ja, und das auf Dauer stört den Maulwurf. Es gibt aber noch eine viel, viel bessere Variante, um Lärm zu machen. Und da liegt auch meistens die Ursache, warum ihr einen Maulwurf habt. Und zwar hier, der Rasenmäher. Ihr mäht einfach zu wenig Rasen. Ihr müsst ab Frühjahr, wenn der Rasen wächst, ja, regelmäßig den Rasen mähen. Im Sommer fast jede Woche. Und dieser Lärm, ja, mit so einem Benzinrasenmäher, der wird richtig störend sein für den Maulwurf. Und ja, dann wird er definitiv verschwinden bzw. gar nicht erst auftreten. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich hier an meiner gepflegten Rasenstelle oder Rasenfläche keinen Maulwurf habe. Hier mähe ich regelmäßig, mache diesen Lärm. Da hinten, wo es ungepflegt ist, da kümmert der Rasen vor sich hin, wächst nicht mehr richtig. Deshalb wird er nicht richtig gemäht und deshalb sind an dieser Stelle dann auch die Maulwürfe aktiv. Ja, wer jetzt von Lärmbelästigung nicht so viel hält, der kann auch zu anderen Mitteln greifen. Zwei Tipps habe ich da noch von euch. Ihr könnt das sehen, ich baue hier Knoblauch an. Ja? Einfach schön Knoblauchzehen in die Maulwurfslöcher reinpacken. Ruhig ordentlich rein da. Und diesen Gestank mag er absolut nicht. Und wo wir gerade bei Gestank sind, der zweite Tipp. Hier, das ist ein Deckel. Den mache ich immer darauf auf meinen Eimer, wo ich im Sommer Brennnesseljauche ansetze. Ja, das könnt ihr auch machen. Wie das geht, habe ich euch unter dem Video mal verlinkt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Dann einfach Brennnesseljauche in das Loch reinkippen regelmäßig. Und ja, das riecht ja auch richtig widerlich. Und ihr könnt mir glauben, auch da wird er dann lieber woanders hingehen. Ja, ganz wichtig ist aber auch, dass es sich natürlich um einen Maulwurf handelt. Ja? Maulwurfshügel können manchmal ähnlich der sein von Wühlmäusen. Ja? Das erkennt ihr aber daran, dass bei Wühlmäusen dann hier in dem Bereich oft angeknabberte Wurzeln zu finden sind bei so einem Haufen, während so ein Maulwurf wirklich reine Erde da hinterlässt. Und da ist nochmal ein Tipp zum Schluss, wenn ihr schon Maulwurfshügel habt, ja, die Erde ist wunderbar geeignet für Kübelpflanzen oder auch ja, für Balkonkübel, die könnt ihr da nehmen. Richtig gute ja, Erde, die man dann eben nicht kaufen muss im Handel und das hat dann wenigstens noch ein bisschen was Gutes, wenn man da einen Maulwurf hat. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch die Tipps gefallen haben und helfen. Wie gesagt, am besten klappt das mit dem Lärm, mit dem Rasenmähen. Hat dann auch zur Folge, dass man schön gepflegten Rasen hat. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, euer Mac Paverick.